Ja, das wäre meine Geschichte. Dankeschön. Ach, eine meiner Lieblingskolleginnen. Liebste Verena, schön, dich bei Bild zu sehen. Vielen Dank, ich flirte gerade mit einem Kollegen von dir, damit die Bild ab jetzt nur noch positiv über mich schreibt. Der ist doch viel zu jung für dich. Echt? Ich weiß nicht. Mittlerweile bin ich so alt, da habe ich vielleicht auch mal mein Schema geändert, oder? Man muss auch mal ausbrechen. Oder Basti, stehst du jetzt auf ältere Frauen? Nö, also komm. Bitte jetzt sag was Charmantes, nee. Ja? Bitte einmal was Charmantes. Es liegt, also ich mache es jetzt nicht vom Alter abhängig. Das war, du musst noch ein bisschen lernen, glaube ich, denn das war auch nicht so super charmant. Nee, du bist ja der Charming Bear bei der Bild-Zeitung. Das ist der Steinbach. Guck, du kannst auch mal Hallo sagen. Das ist der beste Mann bei der Bild-Zeitung. Ich kenne sehr viele Männer und ich kenne viele Frauen bei der Bild-Zeitung, aber du bist und warst wirklich, ich schleim heute so rum, ist unfassbar, aber du weißt, dass es wirklich von Herzen kommt und tatsächlich so ist. Ne? Dass du viele Männer kennst, glaube ich, auch so. Nein, dass ich dich so lieb habe. Apropos Männer, warum bist du jetzt alleine heute hier? Ich bin nicht alleine hier, ich bin mit meiner Freundin da. Aber alle dachten, dass du vielleicht mit Herrn Terenzi hier aufschlägst. Ach, tatsächlich? Ja, ich habe mehrere Freunde. Also es gibt jetzt nicht nur Marc Terenzi in meinem Leben, ich habe auch viele andere gute Freunde. Es gibt nicht nur einen Marc in deinem Leben, auch schön. Du warst gestern noch ein bisschen länger im P1 unterwegs, oder? Ich weiß nicht, hast du mich gesehen? Ja, in der Ausgabe, Aftershow, Alm auftrieben. Ja, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, Sebastian Goller, den Geschäftsführer vom P1, zu überzeugen, dass das P1 in V1 umbenannt wird. In meinem Wiesenwahn wurde ich so leicht größenwahnsinnig, was ja ab und an auf der Wiesen passieren kann. Ne? Ich habe es nicht gemacht, ich war ein bisschen im P1, wo auch sonst, und es war schön. Und du warst komplett nüchtern wie immer? Ich war total nüchtern, ja. Das habe ich gemerkt, ja. Es gibt aber immer Menschen, die sind noch betrunkener als ich. Und man muss auch ehrlich sagen, es gibt auch Menschen, die kann man manchmal tatsächlich auch nur betrunken ertragen. Bist du deswegen immer angetrunken, wenn wir uns sehen? Was heißt immer? Das Wort irgendwie passt jetzt nicht so in den Satz. Versuch's nochmal. Trinkst du deswegen öfter, wenn wir uns sehen? Ich trinke relativ selten, ehrlich gesagt. Ich bin ja auf dem Fitness-Trip jetzt und werde nach der Wiesn überhaupt keinen Alkohol mehr trinken. Okay, wie lange? Ein Tag, zwei Tage? Nö, mal gucken. Ach, du bist perfekt drauf heute, ne? Ist die Wiesn, stimmt. Wir müssen ja ein bisschen gute Stimmung machen. Ja. Ich habe heute noch nicht so die guten Sprüche parat, weil ich noch ein bisschen müde bin. Nö, mal schauen. Ich hoffe, dass du heute es nochmal krachen lässt und wir sehen uns gleich drin. Ich kann es kaum erwarten. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Es ist uns eine Ehre, dass du da bist. Ja, vielen Dank.